Es war einmal ein Königspaar, das sich sehnlichst ein Kind wünschte. Viele Jahre vergingen und die Königin sagte immer wieder: Ach, hätte ich doch ein Kind. Ich wünsche mir es sehr. Ich gebe meine Krone dafür her. Noch geht bei Ihnen ein hast eine Tochter, anmutig und wunderbar. Und wie der Frosch es prophezeite, so geschah es. Der König lud alle zu einem großen Fest. Auch die weisen Frauen, die guten Feen, wurden eingeladen, um dem Kind die besten Wünsche für das Leben zu geben. 13 Feen lebten in seinem Reich. Da der König aber nur 12 goldene Teller für die Feen hatte, konnte er nur 12 einladen. Prunkvoll war das Fest. Die Feen beschenkten das Kind mit all ihren guten Wundergaben. Wie Trübe will ich diesem Kind geben und von mir den Reichtum für ein schönes Leben. Den Charme und die Anmut bekommt sie von mir und die unbeschreibliche Schönheit schenke ich ihr. So schenken alle Wünsches. Als die Hälfte gerade den Edelmut geschenkt hatte, hat sie Befehl nicht gelangt. Rief mit rachlüstiger Stimme: An ihre 15. Kindsjahr soll die Kindstochter von einer Proxy-Ür, die Kindstochter von einer Proxy-Ür, die Tochter von einer Proxy-Ür, die Kindstochter von einer Proxy-Ür. Mal mit.